Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Hier ist dein Gastgeber Alexander Metzler. Und ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Heute zum zweiten Mal als Held in der Heldenstunde, Konstantin Zölske. Herzlich willkommen, lieber Konstantin. Hallo, lieber Alexander. Schön, dich wieder zu sehen und zu hören. Die Stammhörerinnen und Stammhörer von der Heldenstunde kennen dich schon aus einer unserer schon älteren Folgen, wo es um das Leben im Ashram von Sadhguru geht. Und damals hast du dich schon für die Safe Soil Bewegung, die Rettet den Boden Bewegung von Sadhguru eingesetzt. Und übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir das in der ersten Folge überhaupt gesagt haben, aber du hast ja auch Geologie und Bodenkunde studiert. Also du kommst ja vom Fach. Die Begeisterung ist ja nicht zufällig entstanden. Mhm. Wir haben in der Folge viel über den Ashram und Sadhanas und so weiter gesprochen. Und dann hattest du eine Idee, und die lautete, du möchtest mit dem Fahrrad von Deutschland nach Indien reisen. Und das hast du aber nicht nur rein zur Self-Experience und aus reiner Freude am Tun getan, hoffentlich auch, aber nicht nur, sondern dir ging es auch darum, über Safe Soil zu sprechen in vielen, vielen Ländern. Du hast 15.000 Kilometer in 16 Ländern hinter dich gelegt. Eine unglaubliche Geschichte, die wir noch hören werden. Aber die Botschaft, was war denn, für was hat dein Herz gebrannt? Was ist deine Botschaft gewesen auf dieser Reise? Ja, richtig. Safe Soil habe ich da mal im großen Stil angegangen. Ich war ja schon 2021, wie wir in der Folge ja gehört haben, schon im Ashram gewesen. 2021, 2022. Und das war genau das Jahr, in dem Sadhguru die Safe Soil Bewegung losgetreten hat. Und da selber mit seinen 65 Jahren von London nach Coimbatore ins Isha Yoga Center mit dem Motorrad gefahren ist. Es hat mich einfach inspiriert, ja, wie er da mit Politikern gesprochen hat und generell auch einfach über den Boden gesprochen hat und uns allen so ein bisschen Feuer gemacht hat und gesagt, so Leute, wir haben jetzt noch Boden auf der Erde über für 50 bis 60 Jahre und danach ist Schluss. So, Boden ist eine endliche Ressource, das müssen wir verstehen. Und mehr als die Hälfte, 52% des Bodens, des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens auf der Welt ist degradiert. Und die Wissenschaftler der Vereinten Nationen, also das sagt nicht Sadhguru, sondern das sagen die Vereinten Nationen, sagen, in 25 Jahren von heute werden es wahrscheinlich 90% sein des Bodens, der auf der Erde fehlt, der degradiert ist, irreversibel degradiert ist. Und das ist natürlich kein Szenario, in dem irgendjemand von uns leben möchte. Ja, das hat natürlich so viel zu tun mit Wasserressourcen, mit Nahrungsmittelverfügbarkeit natürlich, aber auch mit Kriegen, politische Instabilität, Migration, viele Konflikte lassen sich eben auf Boden zurückführen und natürlich auch ja, Verlust der Biodiversität, Aussterben von Spezies und natürlich auch besonders im heutigen Kontext natürlich auch Klimawandel. Es gibt einfach keine Diskussion, den Klimawandel irgendwie wiederherzustellen oder zu mindern, wenn wir nicht über den Boden reden. Weil der Boden ist der neben den Weltmeeren die größte Kohlenstoffdioxid-Senke überhaupt auf dem Planeten. Und wenn wir mehr Boden verlieren, verlieren wir auch unsere beste Chance, die wir haben, den Klimawandel zu bekämpfen. Und ich hatte das alles vorher schon im Kopf gehabt, weil ich Bodenkunde, wie du schon gesagt hast, studiert habe. Also ich habe Geografie studiert und habe mich dann in Bodenkunde spezialisiert. Ich hatte so einen sehr inspirierenden Professor, der aus der Forstwirtschaft kam. Und der hat mich dann in die Wälder von Thüringen genommen, da haben wir da Bäume gepflanzt und Bodenuntersuchungen gemacht. Und das war für mich eine total aufregende Zeit, so als Student im Thüringer Wald. Und habe das total in mich aufgenommen, in mich aufgesaugt. Und war dann eben total happy, als Sadhguru die Safe Soil Bewegung gestartet hatte. Weil ich wusste schon immer, dass Boden das Ding ist. So, aber niemand redet darüber. Alle reden über Wasser, alle reden über Klimawandel. Ja. Niemand redet über das wirkliche Problem, womit alle anderen Probleme zusammenhängen, was der Verlust des Bodens ist. Und dann hat mir Safe Soil quasi einfach eine Plattform gegeben, die ich jetzt nehmen kann, um darüber zu reden. Und ich wollte sowieso schon immer mit dem Fahrrad nach Indien fahren. Das war immer ein großer Traum für mich, eine Weltreise zu machen auf dem Fahrrad. Ja, und deswegen dachte ich, okay, ich bin gut im Fahrradfahren und ich weiß auch ein paar Sachen über den Boden, also lass mich das kombinieren und eine Cycling for Soil Journey machen von Deutschland nach Indien.
Ja, das habe ich jetzt gemacht. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Jetzt bin ich wieder hier. Hast du denn das Gefühl, dass die Bewusstheit für das Thema Boden zunimmt? Also politisch habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen mehr auf die Agenda gerückt ist. So in der breiten Bevölkerung habe ich nicht das Gefühl bisher. Wie würdest du das einschätzen? Naja, also ich denke, viele Leute haben auf jeden Fall durch die ganzen Aktionen, die wir gemacht haben, nicht nur durch meine Fahrradreise, sondern das ganze Social Media, das ganze Trara um diese Rette den Bodenbewegung, haben das schon viele Leute mitbekommen, dass es überhaupt erstmal sowas gibt. So. Mhm. Ich habe mal eine Statistik gelesen, in der stand, dass mehr als 4 Milliarden Menschen Posts von Safe Soil oder der Isha Foundation gesehen haben. Das ist natürlich eine sehr große Nummer. Ja. Und Sadhguru hat ja auch dafür gesorgt, indem er sich zusammengesetzt hat mit den Wissenschaftlern der Vereinten Nationen, dass es in jedem Land, in jeder politischen Partei angekommen ist, dass das Papier mit den Lösungen und den Maßnahmenvorschlägen an jedes Land geschickt wurde. Und ich glaube, über 90 Länder haben diese Rette den Boden Policy Empfehlung haben sie auch so übernommen als ihre nationale Bodenschutzpolitik jetzt. Das sind dann eher so Länder in Afrika und Südamerika gewesen oder in Asien. In Deutschland gibt es an und für sich schon recht gute Bodenschutzgesetze. Also, dass die Farmer da nicht einfach durchpflügen dürfen, sondern da auch ein bisschen organische Streu mit einmischen. Und die deutschen Bodenschutzgesetze sind schon eigentlich recht gut. Und es wird auch gearbeitet, das an der europäischen Richtlinie einheitlich zu machen. Und da gibt es schon Bestrebungen auf dem Level der Politik. Aber wie du schon sagst, so in der breiten Masse sehe ich auch, dass das noch nicht so wirklich angekommen ist. So, dass eher, ja, wenn wir an ökologische Probleme denken, denken wir zuerst eher ans Klima, aber nicht unbedingt an den Boden oder an Bäume oder ja, organischen Gehalt im Boden. Aber es ist eben so, dass dort auch der Hauptanteil der Biodiversität einfach ist im Boden. Also ich habe immer gesagt, ja, wenn du einen Teelöffel voll Boden hast, dann hast du da mehr lebendige Organismen drin, als es überhaupt Menschen auf der Erde gibt, in so einem kleinen Teelöffel vom Boden. Und noch nicht mal mehr als 1% aller Mikroorganismen, die im Boden leben, wurde bisher überhaupt entdeckt. Also wir haben so ein riesiges Universum, was unter unseren Füßen ist, und wir haben da noch nicht mal wirklich einen Plan drüber, was da eigentlich abgeht. Und 27.000 Spezies sterben jedes Jahr aus, und die meisten von diesen Spezies, die aussterben, sind eben diese Bodenorganismen, die alles Leben überhaupt möglich machen, ja, die den Pflanzen ihre Nährstoffe geben, die in einer Symbiose leben mit allem anderen Leben, von dem wir auch leben. Und deswegen, je mehr Spezies aussterben, desto weiter ist das auch eine Abwärtsspirale, in der wir uns da befinden. Aber klar, da haben wir versucht eben, ja, da die Aufmerksamkeit drauf zu legen. Und ich denke, die Message ist auch viel angekommen, gerade eben durch solche Aktionen wie Fahrradfahren. Oder ich bin ja auch nicht der Einzige, der dafür Fahrrad gefahren ist, für diese Rette den Bodenbewegung. Ja, es gab ja diese Nathalie aus Frankreich, die hat was Ähnliches gemacht wie ich ein Jahr vorher. Es gab mehrere Leute, die in Indien oder in Afrika oder Südamerika auch ähnliche Fahrradreisen gemacht haben. Von daher ist die Publizität da, aber wir müssen natürlich weiter dranbleiben. Und ja, aber ich denke, es ist eben vor allem auch ein Problem in Ländern wie Indien und ja, Pakistan, auch vor allem im Iran, was ich gesehen habe, wo sie wirklich mit Desertifikation auch zu kämpfen haben, also Wüstenbildung. Verwüstung. Das ist wirklich, wirklich ein Problem. Und das sind eben Länder, wo eben auch viel von der ganzen politischen von den ganzen politischen Trara und Karussellwasser abgeht, eher auf viele religiöse Themen da sind, ja, und viele Themen, die sich jetzt nicht unbedingt um den Umweltschutz drehen. Und da ist das schon ganz gut, wenn da mal wirklich eine Bewegung auch stattfindet. Ich denke, hier in Deutschland sind wir irgendwie alle ein bisschen sensibilisiert für ökologische Probleme. Vielleicht nicht unbedingt für den Boden so per se, aber für ökologische Themen schon. Und das fehlt mir noch ein bisschen so im Mittleren Osten oder in Asien generell. Ja, da geht es eher noch ein bisschen um Religion oder generell um eine starke Wirtschaft, was wir hier schon eher haben, Stabilität in diesen Bereichen, also Religion oder Wirtschaft, aber da eben noch nicht. Und naja, jetzt ist dieses Jahr das große Wahljahr, in dem in mehr als 60, 70 Ländern große Wahlen anstehen, auch hier in Deutschland, so die Europawahl kommt, die Bundestagswahl, und da ist es, denke ich, Zeit, dass wir die Rette den Boden Bewegung
verbreiten, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Weil das meiner Meinung nach das wichtigste ökologischste Thema ist, was jetzt in dieser Generation passieren muss. Denn wenn wir das zulassen, dass in 25 Jahren 90% des Bodens ausgestorben ist, dann sind wir in so einem, gar nicht ausmalen. Nee, manchmal, ja. Das ist dann wie Interstellar oder wie, also ja, es geht ja auch nicht darum, dieses Katastrophenszenario zu verbreiten, sondern wir bieten eben eine Lösung an und wollen eben vor allem Aufmerksamkeit dafür erregen. Genau. Hast du einen konkreten Gedanken, was der einzelne Normalsterbliche, a.k.a. ich oder die Hörerinnen und Hörer, was die machen können? Also ich weiß, dass ich war ja damals auf der Safe Soil Kampagne von Satguru in Köln im Publikum, war begeistert, ja. Und er sagte, ja, sprecht drüber, postet, ja. Macht auf das Thema aufmerksam. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, dass du sagst, ja, gibt konkrete Dinge, was den Konsum betrifft oder dein Verhalten, wo du sagst, das sind konkrete Sachen, die der kleine Mensch auch beitragen kann? Also es ist ja jetzt, es sind ja jetzt wieder Wahlen und überall kann man mit Politikern in Kontakt treten. Und Safe Soil hat die Bewegung gestartet, dass du deinen Politikern, deinen kommunalen Politikern oder deinen Leadern schreiben kannst. Da gibt es Textvorlagen für, da kannst du quasi einen Brief absenden und sie über die Rette den Bodenbewegung aufmerksam machen. Ich hatte aber jetzt auch letztens, habe ich Straßenmusik gemacht bei mir in der Heimat in Naumburg und war dann einfach im Gespräch mit den lokalen Politikern und habe denen eben erzählt, so, hey, ja, wie sieht es eigentlich mit dem Boden aus? Habt ihr das auf dem Schirm? Wie ist es bei euch? Landwirtschaft? Habt ihr da eine Agenda? Habt ihr da irgendwas, was ihr da vorbringen wollt? Einfach mal mit Politikern reden darüber und sagen, hey, das ist mir echt wichtig. Weil ich meine, es sind ja demokratisch gewählte Politiker, also zumindest in Deutschland, ne? Die wollen ja auch das machen, was das ja. Volk ihnen sagt. So, von daher ist es wirklich einfach das Wichtigste, dass es wirklich einfach ankommt, dass wir einen Boden brauchen und dass es nicht nur um Klimaschutz geht, sondern der Boden eigentlich wirklich die beste Chance ist, einen Klimaschutz zu betreiben. Von daher Social Media benutzen, ja. Und wenn es jetzt, also ich meine, klar, haben wir alle, wenn wir darüber hören und uns solche schockierenden Fakten anhören, dass wir jedes Jahr 11 Millionen Hektar Boden verlieren, das ist die Größe der Fläche von Griechenland. Ich bin in Griechenland Fahrrad gefahren, also glaub mir, ich weiß, es ist eine große Fläche. Wenn wir solche Fakten hören, sind viele dazu gleich geneigt, dann zu sagen, okay, dann lass uns anfangen zu kompostieren oder Bäume pflanzen und nur noch biologische Produkte kaufen. Das ist alles wichtig und das ist gut. Aber das ist keine Lösung für das Problem. Das Problem kann nur gelöst werden, wenn es wirklich auf einer Ebene der Politik eingeschrieben ist und einfach ja, vereinbart ist durch die Politik. Denn der Bodenschutz findet nicht durch mich und dich statt, sondern durch Landwirte vor allem. Durch die Leute, die das Land bewirtschaften und die den einfach am Boden dran sind. Ja, und da muss irgendwie auch die Veränderung kommen und dann müssen eben Anregungen von der Politik kommen. Weil ich glaube, auch in Deutschland habe ich keine Zahlen zum Kopf, aber ich glaube, in Indien habe ich mal gelesen, dass 70% der Landfläche in landwirtschaftlichem Besitz sind. Und das ist natürlich, wenn du anfangen willst, den Boden zu retten, musst du dann natürlich in der Landwirtschaft anfangen. Baumpflanzprojekte gibt es genug. Jeder kann irgendwie ein Baumpflanzprojekt starten. Es gibt wirklich nicht wenige davon. Aber das Problem ist, dass die dann, wer kümmert sich dann 2-3 Jahre später um die ganzen Bäume, die gepflanzt werden? Und also deswegen auch ein neues landwirtschaftliches Modell, ja, Agroforstwirtschaft. Da gibt's schon viele gute Gedanken für, aber das muss in der Politik eben ankommen. Ja, und deswegen sage ich immer wieder, der Einzelne, ja, okay, ihr könnt kompostieren oder klar, meldet euch bei eurem lokalen Politikern oder bei irgendwelchen ehrenamtlichen Vereinen oder startet Baumpflanzprojekte. Es macht super viel Spaß, habe ich selber schon gemacht. Ist alles cool, aber lasst uns das kein Grund sein, nicht das zu tun, was nötig ist. Und was nötig ist, ist eben, dass wir eine politische Nachricht verbreiten. Ich habe, während du erzählt hast, auch Bilder vom Kopf gehabt, weil zum Thema die Botschaft verbreitet sich. Ich kriege tatsächlich immer mal wieder von
meiner Community Fotos zugeschickt, wenn sie irgendwo Safe Soil Aufkleber sehen. Das ist immer ganz schön. So, ich bin gerade hier und hier und habe gerade Safe Soil gesehen. Ich, aber okay, also es tut sich doch einiges. Und um diese wichtige Botschaft quer durch Europa zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes, hattest du dann die Idee, mit dem Fahrrad von Deutschland zu starten, Richtung Indien. Und da soll es jetzt natürlich auch drum gehen. Für mich absolut inspirierend. Ich finde es wahnsinnig mutig, sowas zu machen. Du bist ja alleine gestartet. Du hattest natürlich immer mal wieder Menschen phasenweise wahrscheinlich dabei, wo ihr auch mal Strecken zusammengefahren seid. Aber ich glaube, der Großteil der Strecke warst du ja alleine. Wie startet man sowas? Wie gut muss man sowas vorbereiten? Thema Pässe, Thema Grenzübergänge, Thema politische Unruhen. Ich habe da riesen Respekt vor. Ich finde es so mega geil, dass du das machst oder gemacht hast. Aber ich finde es ja, wenn ich so drüber nachdenke, okay, ich würde das jetzt, wie geht man sowas an? Wie lange hat das dann gedauert von der Idee bis zum ersten in die Pedale treten und wie ging es dann los? Ja, ich finde das aber lustig, weil ich die Frage so oft gestellt bekomme, so wie planst du sowas, wie bereitest du sowas vor? Auch von vielen Leuten, die sowas machen wollen. Ich sage mal, ich bin da echt der falsche Ansprechpartner dafür, weil ich habe eigentlich null geplant. Ich habe mir das Equipment besorgt, ich habe mir ein Zelt besorgt, ich habe mir ein Fahrrad besorgt und die Fahrradtaschen. Und dann, das war's. Wirklich, ich wusste wirklich nur, dass ich in Indien ankommen wollte. Ich hatte eine ungefähre Richtung, okay, ich will so über Türkei und Pakistan fahren und das war meine Vorbereitung. Weil wenn du einen deutschen Reisepass hast, dann brauchst du auch nicht wirklich dich um irgendwas kümmern, so. Es gab drei Länder, wo ich ein Visa brauchte für. Das war Iran, Pakistan und Indien. Der Rest war visafrei. Du fährst einfach über die Grenze, bist einfach da, so, nichts. Und auch diese Visas, das waren Online-Visa. Also das hatte ich online beantragt und dann eine halbe Stunde später hatte ich das fertig. Das war also kein großer Act. Außer das Iran-Visa, das war ein bisschen... aber das war ist alles online passiert. Von daher muss man sich da nicht viel groß vorbereiten. Halt, klar, wenn du ein bisschen Kohle hast, wäre es gut. Aber ja, ich hatte ja auch meine Gitarre dabei, ja, ich bin ja auch, ich sag mal, hauptberuflich Straßenmusiker und das hat dann natürlich auch auf der Reise ganz gut funktioniert. Also ich hatte die ersten zwei Monate habe ich, glaube ich, keinen Cent so von meiner Reisekasse ausgegeben, weil ich immer die lokale Währung dann hatte, weil ich einfach meine Gitarre rausgeholt habe, dann in Budapest oder Bratislava oder sonst wo. Und mir einfach so ein bisschen Geld dann dazu verdient hat. Ich hatte natürlich ein paar Ersparnisse, dass ich jetzt nicht komplett irgendwie versagen kann, aber es gab auch eine Fundraising-Kampagne auf gofundme.org und da haben auch ein paar Leute gespendet, das hat mich unheimlich inspiriert. Das ist auch was, das habe ich selber noch nie gemacht, für irgendwas gespendet und das hat mich dann auch ein bisschen inspiriert, das vielleicht zukünftig auch mal zu tun und da ein bisschen was zurückzugeben. Weil, also ich finde das einfach krass, auch Leute, die mich überhaupt nicht kannten oder die ich nicht kannte, einfach gespendet. So, das war, ja, das hat mich wirklich, wirklich inspiriert. Ja, ansonsten, wie Vorbereitung gab es nicht groß viel. Also ich bin quasi einfach losgefahren. Okay, du hattest ein Zelt. Ja. Schlafsack wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe am Ende auch gar nicht mehr gebraucht, weil dann viel zu warm in Indien. Ah, gut, okay. Ja, ja. Isomatte oder sowas noch? Ja. Ah, das ist schon wichtig, dass dann, man schon schlafen kann. Klamotten, Wechselunterwäsche ja wohl mal, ein zweites T-Shirt. Ja. Also wenn wir durch mein Equipment gehen, dann hatte ich hatte zwei Taschen vorne, zwei Taschen hinten und dann noch eine große Tasche, wo das Zelt und der Schlafsack drin war und die Isomatte. Hinten in den Taschen waren... Ja, ich sag mal, ich hatte zwei, drei T-Shirts mit, ein Hemd, das gut aussieht, womit man mal ins Restaurant gehen kann, zwei, drei so Cycling-Hemden, die auch schneller wieder trocknen, dann hatte ich eine kurze Hose und eine lange Hose und noch so eine Chill-Hose abends fürs Zelt und dann, ja, das war's, dann hatte ich mein ganzes Reparaturzeug noch dabei, ja, und vorne in den Taschen hatte ich so einfach so Kochutensilien, so eine Pfanne, einen Kocher, was ich so an Lebensmitteln immer mit mir hatte. Auf dem Rücken hatte ich meine Gitarre und wie gesagt mein Zelt und so Camping-Equipment. Ja, und viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Also ich habe auch irgendwann wirklich später gemerkt, gerade so im Iran und
also in der Türkei, als ich dann so auch so viel alleine war, als es wirklich auch physisch wurde, dass wenn du weniger Zeug dabei hast, dann ist es eigentlich auch von Vorteil. Und ich war dann auch so ein bisschen in dem Mindset drin, dass ich einfach nicht viel haben will. So, wenn ich irgendwie zu viel habe, dann will ich es einfach nur loswerden. So, es belastet mich dann irgendwie. Ich habe dann teilweise wirklich mein Zeug, was ich so habe, auf das bare Minimum reduziert. Einfach nur eine Matratze, auf der ich schlafen kann. Eine Schüssel, aus der ich essen kann, und das reicht. Das mehr brauche ich nicht. Ja. Es gibt von unterwegs, habe ich bei dir auf Instagram, das kann ich ohnehin empfehlen, deinen Instagram-Account, da sieht man nämlich auch ganz viele Fotos und Kurzvideos von deiner Reise. Da soll jetzt mal ein bisschen mehr auch hochgeladen werden, das gehe ich jetzt mal ein bisschen an die nächsten Wochen. Ich habe auf der Reise direkt sehr wenig gepostet, weil ich auch im Gedanken auch da sein wollte bei der Reise. Gute Entscheidung. Ich habe 10 Posts oder so maximal gemacht auf der ganzen 10 Monate Reise, aber da kommt jetzt ein bisschen mehr, ja. Ja. Auf jeden Fall sieht man so eine schöne Montage, wie so eine Art Evolution, aber du mit deinem Fahrrad quasi in der Wüste. Und du hast ja so ein bisschen geschrieben, dass du dich dann phasenweise gefühlt hast, als wärst du komplett mit der Landschaft verschmolzen. Ich stelle mir so vor, dass das vielleicht dann auch längere Strecken waren, wo du komplett alleine warst, wo komplett Stille war. Also war das dann auch, die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten, war es ein spirituelles Erlebnis? Ich würde mal sagen, ja. Inwiefern hast du denn dich da gefühlt, als hätte sich so deine Persönlichkeit komplett mit der Unendlichkeit der Landschaft irgendwie aufgelöst? Naja, es war auf jeden Fall ein spirituelles Yatra von Anfang an. So auch, ich meine, klar, das Ziel ist ja auch Isha Yoga Center und Sadhguru's Ashram, von daher würde man das schon so einordnen wie eine Pilgerung. Aber es kam nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich dachte, okay, ich bin jetzt alleine und fahre ins Isha Yoga Center, habe viel Zeit für mich selbst, habe also Zeit für mein Yoga, mein Sadhana, ja, was ja auch jeden Morgen passiert ist schon. Aber die wirkliche Lektion für mich auf den Trip war eher das, und da hatte ich auch ein längeres Gespräch mit einigen Freunden darüber, die mich das immer wieder gefragt haben, so, was hast du so gelernt, so, was war da so dein Takeaway von der Reise? Und ich habe immer wieder gesagt, einfach in Kontakt mit der Natur zu sein, das bringt schon so viel, da musst du eigentlich, wenn du jeden Tag barfuß draußen bist, immer, weißt du, so dein, du hast immer Wind in den Haaren, die Sonne im Gesicht, springst abends in den Fluss und morgens auch wieder. Du bist immer draußen. So. Und allein das nimmt schon so viele karmische Tendenzen von dir weg, so viele zwanghafte Sachen, die du dir vorher gar nicht bewusst warst, also die ich mir nicht bewusst war, die auf einmal, wo ich so, dann sitze ich so draußen und schau mir die Sterne an und denke mir so, okay, es reicht eigentlich so. Ich brauche eigentlich kein Handy, kein Laptop. Es passt so. Ich könnte mir das einfach vorstellen, auch auf Dauer so zu leben. Und das war was ich vorher nicht so hatte. Und ich habe mich auch einfach viel fitter gefühlt in meinem Körper. Also klar, ich benutze ihn jeden Tag, um das Fahrrad zu steuern. Aber auch einfach so von der elementaren Integrität meines Körpers und meine Gedanken, meine Emotionen. Ich habe mich einfach wirklich gut gefühlt, so dadurch, dass ich jeden Tag in der Natur bin und immer draußen bin. Es gibt einfach nicht wenige Sachen, die ich brauche, so wie ich vorhin schon meinte. So, ich brauche einfach keine Sachen. Wenn ich schlafen will, dann rolle ich mich zusammen wie so eine Schlange irgendwie unter einem Baum und schlafe. Wenn die Sonne aufgeht, gehe ich auch wieder auf. So, reicht. Und in diesem Kontext habe ich mich dann irgendwann auch einfach gefühlt wie mein altes Leben, was ich vorher hatte, ist auf eine gewisse Art und Weise transformiert und wird so nicht mehr zurückkommen. Weil ich einfach so ein anderes Leben hier lebe. Und ich bin einfach wie so ein, ja, wie eine Art Mosaik von all den Eindrücken, die ich um mich herum sammle, all die Menschen, die kurzen Begegnungen, die kurzen Erfahrungen der Gastfreundschaft und des Teilens. Und ja, man ist halt, auch wenn man jetzt andere Reisende trifft, dann ist man ja wie so in einem Boot, ja, und hat dann sofort auch eine sehr intensive Zeit zusammen, auch beim Fahrradfahren, und erzählt sich eben Dinge, die man sich jetzt so im normalen Alltag nicht erzählen würde.
Und das war schon eine sehr spirituelle oder eine sehr, ich sag mal, selbstauflösende Erfahrung. Also ich habe schon sehr viel von mir verloren, was ich vorher so als ich sag mal, so karmische Tendenzen in mir hatte, die ich verloren habe, einfach nur dadurch, dass ich eben in einer völlig anderen Situation war und vor allem auch viel in Kontakt mit der Natur war. Und ich glaube, viele Menschen würden ihr Leben sehr, sehr anders leben, wenn sie jeden Tag sich die Sterne anschauen würden und unter einem Baum zelten würden. Ja. Von daher ist es nicht unbedingt nur so, dass ich durch mein Yoga oder durch mein Sadhana, was ich ja sowieso schon hatte, durch die anderthalb Jahre im Ashram, dass ich dadurch mehr irgendwie entdeckt habe, sondern einfach vor allem auch durch die Nähe zur Natur. Und das ganze Sadhana, das ganze Yoga, die Kriyas, die ich ja jeden Morgen mache, die haben mir einfach dadurch geholfen, dass ich physisch dann eben auch fit bin und einfach eine gewisse Menge Energie habe. Also Sadhana müssen wir vielleicht kurz erläutern, weil wir hier mit Fachbegriffen um uns werfen. Sadhana, spirituelle Übungen. Ich dachte, das hätten wir geklärt beim letzten Podcast. Für die Folge noch nicht gehört haben. Du hast Yatra, hast du, glaube ich, noch gesagt oder so ähnlich? Ja, Yatra ist einfach der Sanskrit-Begriff für Reise. Ach so, okay, Reise. Also Pilgerung, ja. Pilgerreise, ja. Das klingt jetzt natürlich, mein lieber Konstantin, alles sehr toll, romantisch, wunderschön. Ich kann mir vorstellen, dass es auf so einer Reise mit 15.000 Kilometer durch 16 Länder aber vielleicht den einen oder anderen Moment gegeben hat, der sich nicht ganz so wild romantisch angefühlt hat. Gibt's denn da was in deiner Erinnerung, wo du sagst, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen? Da gibt's viele, ja. Also ich sag mal so, meine drei größten Feinde waren Sonne, Berge oder Gegenwind. Aber der größte Feind war mein eigener Verstand. Weil es spielt sich alles im Kopf ab. Wenn du... Also du fährst ja tagelang teilweise jeden Tag 100 Kilometer so, und dann nächsten Tag wieder 130 Kilometer, wieder 120 Kilometer und durch die Wüste. Und dann hast du halt nichts um dich rum. Ja, und so schön das sein kann, ist es eben auch verdammt anstrengend. Und es gab halt wirklich Tage, da hätte ich einfach so keinen Bock, Fahrrad zu fahren, ja, weil du halt nur Gegenwind hast oder, keine Ahnung, lebst du halt so immer im Dreck, so keine Dusche, immer Fliegen um dich rum und Sand wahrscheinlich auch immer überall, ne? Ja, alles sandig und immer das gleiche Essen, so dann also auch im Iran oder Türkei, dann wenig vegetarische Optionen, sag ich mal. Ich bin ja Vegetarier, wenn man sich meine Ernährung so angucken würde. Naja, und da spielt sich dann eben alles im Kopf ab. So was machst du jetzt hier eigentlich? So, warum, so, was soll das so? Kannst du einfach einen Bus nehmen? So, wäre ich mal lieber mit dem Auto gefahren, ja. Das waren dann so die schwierigsten Momente. Aber das ist dann eben auch eine unglaubliche Aufgabe so für die Disziplin, ja, für die eigene Selbstüberwindung, das dann die Gedanken dann so zu überkommen. Die Gedanken sagen dir, nein, du hast da jetzt keinen Bock drauf mehr, aber dein Körper sagt dir, okay, du machst einfach weiter. Also musst du ja sowieso, wenn du jetzt irgendwo in der Wüste bist und zurückfährst, geht ja nicht so. Das ist ja, denke ich, auch das, was eine Pilgerung bedeutet, so. Egal, wie widrig die Umstände sind, du musst halt einfach weitermachen. In die Lage habe ich mich ja selbst gesetzt. Aber ja, gab es natürlich, also jetzt von Menschen her oder so, dass ich da irgendwie ausgeraubt wurde oder sowas, gar nichts. Also das lief auch wirklich smooth, auch jetzt mit dem Verkehr, keine Stürze, keine Unfälle gehabt. Von daher war es eigentlich wirklich, wirklich gut. Ja, was es halt gab, also immer Straßenhunde, die waren halt nervig. Da musste ich immer mal ein bisschen aufpassen, dass die mir da nicht Schienbein wegsnacken wollen. Ist auch passiert, dass sie mir nochmal eine Fahrradtasche gebissen haben oder so und nichts weiter wild. Oder dass sie mich da die ganze Nacht anbellen, so von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens vor meinem Zelt stehen und einfach bellen, so solche Sachen. Ja. Aber ansonsten gab es nicht wirklich große Sachen, die passiert wären. Ich habe meinen Reisepass verloren, das war blöd, in Rajasthan, in Indien. Ich wurde mal von einem Skorpion gebissen, da wusste ich auch kurz erstmal nicht, was ich jetzt machen soll oder was das jetzt ist, weil ich auch mein Handy-Akku leer war und ich nichts googeln konnte. Das war in Baluchistan, im Iran. Warst du auch alleine da dann, in dem Moment? Ja. Okay.
Ja, das war blöd. Also ich habe mich morgens hingesetzt und wollte mein Sadhana machen, also meine Meditation machen. Ja, Und habe deine mich dann spirituelle Übung. in Schneidersitz halt hingesetzt, wie man das ja so macht beim Shambhavi. Das kennst du ja auch, hast ja auch Inner Engineering gemacht. Kann ich da auch nur sehr empfehlen, falls das jemand hört, innerengineering.com. Aber ja, habe ich mich dann hingesetzt und da hat er mich in den Oberschenkel gebissen. Ja, und da dachte ich erstmal so, ah, scheiße, was ist denn jetzt hier passiert? Und das war wie so eine große Ameise im Endeffekt. Also ein sehr kleiner Skorpion. Aber ich wusste halt jetzt wirklich nicht so, okay, stirbst du jetzt oder was passiert jetzt so? Ich wusste es halt nicht. Ja, und mein Handy war auch leer. Das war mein erster Impuls, das jetzt zu googeln, so. Was war das jetzt für ein Skorpion? Ging aber nicht. Naja, und dann habe ich halt mein Zeug gepackt und bin halt weitergefahren, so. Und dachte halt, na, okay, guckst du mal, was passiert, so. Einfach mal eine halbe Stunde Todesangst gehabt. Aber ja, ist dann halt zum Glück nicht viel passiert da. Hat man halt, also ja, ich habe dann halt irgendwann später meinen Solar Charger rausgeholt, also mein Solarpanel, habe dann mein Handy laden können, weil ich war wirklich im Nirgendwo, also mitten in der Wüste. Und Hätte dann habe ich man das dann denn. gegoogelt und Und da Dr. Google hat dann gesagt, das war ein harmloses Problem, musst du keine Sorgen machen. So ungefähr, Hättest du dir denn da irgendwie Hilfe holen können? Gut, mit dem Handy, aber da wäre wahrscheinlich auch keiner in einer halben Stunde da gewesen oder so. nee, Oder? das war der Abschnitt von Bandarabas, der letzten größeren Stadt im Iran, zur pakistanischen Grenze. Und da war wirklich nichts. Da habe ich noch nicht mal Essen finden können. Und das war auch blöd. Im Iran der Iran ist sanktioniert. Du kannst nicht mit Kreditkarte bezahlen. Ja, du kannst ja nur vorher Geld umtauschen. Also ich hatte dann in Armenien schon irgendwie 600 Euro abgehoben oder armenische Dramen und habe das dann in die iranische Währung umgetauscht. Und das war dann so mein Vorrat, den ich hatte für die Zeit im Iran. Und der war dann am Ende aufgebraucht. Und ich hatte dann die letzte Woche eigentlich kein Geld mehr so richtig. Aber ich dachte, das ist okay, das ist sowieso kein Problem, weil ich generell auch viel geschenkt bekommen habe von Leuten. Die haben mich da mit einem Auto abgedrängt an die Straßenseite und haben mir dann schon fertige Tüten hingehalten mit Granatäpfeln und Früchten und was Toll. auch immer. Also das war wirklich auch was Besonderes. So die Gastfreundschaft im Iran, das war wirklich. Das habe ich so in keinem anderen Land erlebt. Auch nicht in Indien oder in Pakistan oder so. Ja, und von daher dachte ich, das geht schon klar, dass ich da auch jetzt ohne Essen die letzten 300 Kilometer, was das war, dass ich dann auch so fahren kann. Aber es hat sich dann wirklich als sehr schwierig herausgestellt, weil ich auch dann wirklich Gegenwind hatte, sehr viel, und ich dann einfach nicht mehr viele Leute gefunden habe, weil ich total ja, im Jenseits war von der Zivilisation. Ja, und dann kommt noch so ein Skorpion bis dazu und dann bist du auch schon mal echt fertig und hast keinen Bock mehr. So. Ja. Also es war nicht immer schön, will ich damit sagen. Kann ich, fühle ich gerade total. Aber auch so eine Situation, ne? Skorpion, aber jetzt auch einfach mal leere, lange Strecke, Wüste, auch wenn ich mir das so vorstelle. Wenn ich nicht war, also du fährst los, sagen wir mal, in einem Dorf, wo du noch übernachtet hast, vielleicht, und dann weißt du, okay, jetzt kommt Wüste. Aber weißt du, wie viele Kilometer das sind? Weißt du, wann du die nächste Aussiedlerhof oder whatever, wo du mal auch Wasser bekommst? Oder Ja, aber ich kann gibt es da sagen, Wasserquellen auf wegen dem dem Wasser Weg? muss man Oder halt wie? schon, ja. Na, das ist ja nicht ohne. Ja. Ja, da hatte ich dann manchmal schon. Also mir ist es am Anfang ein paar Mal passiert im Mittelmeerraum, in Bosnien und dann in Kroatien, Montenegro. Da war auch gerade eine Hitzewelle, als ich da Fahrrad gefahren bin, so 45, 46 Grad teilweise, richtig heiß. Alter, Du bist du da kannst in der Hitze gefahren? du nicht Nee, Fahrrad oder? fahren. Also Nee, ich habe es ja. trotzdem gemacht irgendwie, aber total Oh bescheuert Gott. eigentlich. Da war ich aber auch erstmal 5 Tage wirklich richtig ausgenockt und hatte richtig einen Sonnenbrand, der mir wirklich Kann ich mir richtiges vorstellen, Immunsystem ja. zerlegt hat, in Wow. Albanien dann später. Aber da ist es mir eben ein paar Mal passiert, dass ich einfach kein Wasser gefunden hatte. Oder beziehungsweise so das erste Mal wirklich in Bosnien, dass ich da gezeltet hatte und mir abends meine Nudeln zubereitet habe, da das Wasser gekocht habe, das in die Nudeln gekippt habe und dann so gemerkt habe, so, oh, das war das letzte Wasser, was ich hatte, so, ups. Und dann mal auf die Karte geschaut, okay, das nächste Dorf ist so 60, 70 Kilometer weg. Das ist dann schon eine Distanz, so, wenn es wirklich richtig heiß ist, wie gesagt, mit so einer Hitzewelle.
Das kann schon mal richtig schnell auch gefährlich werden. Und dann bin ich halt dann so morgens um 4 habe ich dann mein Zelt ausgepackt, eingepackt, dass ich dann 4.30 Uhr los bin. Und dann kam ich da auch mittags um 1 an so eine Gaststätte an und die haben mir dann meine Flasche vollgefüllt. Aber das sind dann schon so, ja, 6 Stunden Fahrradfahren durch die totale Hitze, ohne einen Tropfen zu trinken zu haben. Das war schon eine Situation, die ich dann zukünftig vermeiden wollte. Und dann habe ich mir halt dann ein bisschen, ja, dann ein bisschen doch mal mehr einen Plan gemacht, so ein bisschen mehr auf die Karte geschaut, so wo ist jetzt hier was. Und dann, ja, im Iran dann teilweise, wenn es jetzt wirklich durch die Wüste ging, dann auch richtig, also das so mit 10, 12 Litern am Wasser am Fahrrad, das Fahrrad dann richtig schwer, ja, aber das dann... Ja, wiegt ja auch was, ja. Ja. Aber das war mir dann lieber auf Nummer sicher gehen, so. Weil da hast du auch dann teilweise nicht viele Leute, so. Also ja, du könntest vielleicht ein Auto anhalten, das würde schon auch noch gehen, aber ja, lieber dann auf Nummer sicher. Aber tracken tut dich da niemand, oder? Also da ist niemand, der jetzt sagt, okay, da ist jetzt der verrückte Deutsche, der fährt heute los und der müsste heute Abend theoretisch dann in Dorf XY sein und man hält dann mal Kontakt und guckt, dass der Junge da auch ankommt oder nee, so? Nee, sowas hatte ich nicht, nee. Ja. Ist ja schon auch so ein Ausdruck von einem tiefen Vertrauen ins Leben, da so ja, ranzugehen. Ja, das wollte ich, das ist ja auch genau das, was ich so wollte. So diese Unbestimmtheit, dieses Risiko, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. So, je gefährlicher so eine Situation ist, das hat mich einfach schon immer irgendwie angemacht. Aber ich habe immer wenige Freunde gefunden, die auf sowas Lust hatten, so auf sowas. Das verstehe ich gar nicht. Nämlich hat sowas schon immer fasziniert. Auch damals meine Reisen schon so mit 18, 19, einfach nach Australien, einfach weg von zu Hause, einfach irgendwas, irgendwo hin, irgendwas machen und so, egal wie. So. Das war ich schon immer so irgendwie. Ja. Schön. Ja. Jetzt haben wir ja ein bisschen uns die Lowlights betrachtet. Es gab ja wahrscheinlich auch so, also nebst schönen Momenten, Begegnungen, Gastfreundschaft hast du schon angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass man einfach immer wieder überwältigt ist von verschiedenen Kulturen und Ländern, wie freundlich die dann sind, wie neugierig die sind, wie man erzählt. Du warst ja auch in unzähligen Medienkanälen vertreten. Du warst in lokalen Fernsehsendern, Zeitungsberichte und. Können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber hast du so besondere Momente, wo du sagst, das hat sich so entwickelt, da hätte ich jetzt überhaupt nicht damit gerechnet und das war ein absolutes Highlight, was ich da gar nicht vermutet hätte oder sowas? Ist da was in der Erinnerung? Viele auch. Ja. Also einmal war es richtig schön, in Armenien wieder anzukommen, weil ich war schon mal mit 16 Jahren in einem Schüleraustausch in Armenien. Und da habe ich viele alte Leute wieder getroffen und da besucht und die haben mich da rumgeführt und das war mal so richtig Urlaub, weil ich auch gerade nach der Türkei so ein bisschen fertig war und also nichts gegen die Türkei, aber ich hatte irgendwann so keinen Bock mehr auf das Land, weil es immer sehr karg war von der Landschaft und immer das gleiche Essen und immer das gleiche und irgendwann dachte ich, ich will mal wieder was anderes jetzt. Und dann war ich in Armenien und das war so richtig Urlaub irgendwie. Ja, da mit meiner alten Gastfamilie zu sein und naja, klar, die Gastfreundschaft einfach, so wirklich, wirklich was Besonderes. Und dann... Ja, im Iran gab es eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht irgendwo eingeladen wurde. Da teilweise schon so 4-5 Mal am Tag eine Einladung bekommen, die ich dann auch gar nicht alle annehmen konnte, weil es einfach viel zu viel war. Naja, und dann Pakistan auch genau das Gleiche und Indien. Und also ich meine, wir haben das ja auch vor allem, also ich habe das ja vor allem eben auch gemacht, um dann ein bisschen die Safe Soil Message zu spreaden, egal wo ich hinkomme. Und ich war da auch schon immer ein bisschen hinterher, dass ich da irgendwo an Unis sprechen kann und an Schulen und Medien oder was auch immer ich bekomme. Und es gab dann einen Menschen in Pakistan, den ich getroffen habe, der mir da echt so ein bisschen das Leben gerettet hat, weil Pakistan war echt schwierig zu Fahrrad zu fahren wegen den Polizeieskorten die ganze Zeit, die ich da hatte. Und ich wurde quasi einfach nur weitergereicht von einer Eskorte zur nächsten. Das lief dann so ab, dass ich dann immer mit dem Polizisten kurz reden musste, ein Foto machen musste. Und dann bin ich mit denen gefahren. Die sind dann auf dem Motorrad oder auf dem Auto hinter mir hergefahren. Mit der AK-47 die ganze Zeit und haben mich halt immer bewacht. Das war aber insofern nervig, dass ich da wirklich wie so ein Gefangener war in Pakistan. Ich konnte einfach nichts machen. So, egal, wo ich hin will, ich muss immer die Polizei vorher informieren, was ich machen will.
Und aus was für einem Grund wollten die dich beschützen oder wollten die dich daran hindern, dass du das Land ausspionierst? Nee, oder nee, gar nicht so, sondern einfach, die wollten einfach für meine Sicherheit sorgen. Weißt du, in der Vergangenheit viele Kidnappings gehabt von Touristen oder sowas. Okay, ich glaube, das ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, eben wegen diesen Eskorten. Aber ja, die lassen mich dann halt auch gar nicht überall hinfahren und so. Ich bin halt immer, das sind wie meine Bodyguards so. Die müssen halt alles machen, was ich so mache. Und am Anfang dachte ich mir, okay, cool, das ist cool, ich habe meine eigenen Bodyguards, aber dann irgendwann war es halt echt nur noch nervig, so, weil halt, weißt du, wenn ich morgens aus dem Hotel losfahren will, dann kann ich halt nicht einfach losfahren, sondern ich muss erst mit meiner Polizeieskorte absprechen und dann sagen, okay, um 8 will ich losfahren und dann sagen die, okay, dann müssen wir aber noch warten, bis die Leute dann kommen und das ist alles immer so, du hast einfach keine Freiheit mehr in diesem Land. Und das wird alles sehr anstrengend gemacht. Und da hatte ich dann aber schönes, schönes Beispiel für Sicherheit versus Freiheit, ne? Wird total, die Sicherheit größer, wird die Freiheit eingeschränkt und umgekehrt. Das ist einfach, ist es einfach so. Ja, ja, und das haben die aber nicht gecheckt. So. Ich habe da auch so viele Storys von anderen Fahrradfahrern gehört, dass die dann, also teilweise die Polizisten dann so angeschrien haben, so, ey, jetzt verpiss dich bitte einfach, ich brauch das jetzt nicht. Aber ja, machen sie halt nicht. Das war wirklich auch anstrengend. Aber naja, wir wollten eigentlich über schöne Dinge reden. Ja, ja. Genau, es war halt eben so, dass es in Pakistan die ersten Wochen recht unschön war, aber ich dann diesen einen Menschen kennengelernt habe, in Karachi, in der einer der größeren Städte von Pakistan, und er mich dann zu seinem Dorf gebracht hat, wo wir eine Weile lang zusammen verbracht haben, und er war eben, ich hatte ihn kennengelernt durch einen anderen Isha-Meditator, der mir seinen Kontakt gegeben hat. Und dann war ich bei ihm und das war auch ein sehr, sehr besonderer Mensch. Also sehr, also er hat ein sehr einfaches Leben geführt. In dem Sinne, dass er noch nicht mal irgendwie ein Bank-Account hatte oder kein Handy hatte oder einfach nur auf seiner Farm gelebt. Hat halt das gegessen, was der Boden so hergegeben hat und hatte da seine Familie. Und hat mich da eben bei sich aufgenommen. Und mit ihm habe ich eine sehr, ja, tiefe Freundschaft dann eben auch geschlossen. Er hat mir dann auch sehr viel gezeigt von der Hindu-Community in Pakistan und hat mich da zu Tempeln gebracht. Und wir waren im Endeffekt 2 Wochen lang zusammen unterwegs. Und ihm habe ich das auch alles zu verdanken, dass wir in Pakistan so eine Riesenkampagne starten konnten mit Rette den Boden. Er hatte noch nicht mal Inner Engineering gemacht. Er war noch nicht mal irgendwie, dass er jemals in Indien war oder irgendwas mit Sadhguru zu tun hatte. Aber er war so auf dieses Safe-Soil-Thema, war so emotional bei der Sache, weil er eben auch ein Farmer war. Er hat wirklich alles für mich gemacht. Und ja, also ihn habe ich halt super viel zu verdanken. Wir sind dann jeden Tag zu einer anderen Universität gegangen, haben da Vorträge gehalten und er hat dann eben auch erzählt, noch über den Sadhguru ein bisschen erzählt, also nicht nur unbedingt über Rette den Boden. Ja, das war so toll mit ihm und er hat mir da wirklich aus einer schwierigen Lage so ein bisschen, ja, rausgeholfen und er hatte immer so einen langen Bart, weißt du, und dann sitzt er vor mir und ich habe immer so ein paar Guru-Vibes so von ihm bekommen. So. Yeah. Als wäre das so ein spiritueller Lehrer irgendwie auch gewesen. Er hat mir auch seiner Aussage nach ein echter Schlangenstein war, von der Groba hier, das vorne drinne, hat er mir gegeben. So ein Stein, hat gesagt, sollst du immer in deiner rechten Tasche bewahren und jede Woche einmal in Milch einlegen. Das habe ich dann auch immer gemacht. Und ja, es war ja, einfach ein sehr, sehr, sehr inspirierender Mensch, den ich da kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass ich ihn irgendwann nochmal wiedersehe. ansonsten aber auch viele, viele andere Leute kennengelernt, viele Fahrradreisende natürlich, viele Isha-Meditator, also da in die Community nochmal wirklich richtig reingeschaut, dann als ich in Indien war. Ja, super viele Leute kennengelernt, super viele Erfahrungen gemacht und ja, also die schönen Sachen sind dann doch noch viel, 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 viel mehr als irgendwelche schlechten Sachen, die irgendwann mal irgendwo passiert sind. Ja. Das ist ja das Wichtige. Ich kenne das so ein bisschen im Kleinen aus der Joomla-Community tatsächlich. Joomla, ein Content-Management-System, was ich beruflich einsetze. Und das wird auch weltweit entwickelt. Und mit der Zeit lernt man die Leute kennen und hat dann tatsächlich dann ja auch lokale Communities in den Städten, in anderen Ländern, wo man dann, wenn man da hinreist, tatsächlich dann auch mal anklopfen kann und kann sagen, ey, ich komme rüber, hat jemand Zeit, hat jemand Lust, abends was zu machen oder so. Ich ja natürlich viel, viel größer, viel weiter vertreten.
War das dann auch so, dass du vielleicht über das Netzwerk dann vorher angekündigt hast, heute Abend bin ich in Stadt XY, ist jemand von euch da, hat jemand Bock, irgendwas zu machen oder so? Ich hatte das immer versucht, vor Indien das so zu lösen. Es gab aber einfach nicht so viele Isha-Meditator. Also es gibt es überall, aber sie sind teilweise schwer zu finden. Und ich habe dann einfach immer gecampt. Aber als ich dann in Indien war, in Gujarat, in Ahmedabad, da habe ich dann einen Isha-Meditator kennengelernt, der die ganze Database hatte von allen Isha-Meditatoren in Indien. Und hat mir dann noch gesagt, egal wo du bist, du gibst mir den PIN-Code, also die Postleitzahl, und ich gebe dir den Namen. Und so war es dann auch. Ich bin dann durch ganz Indien bis in Ashram, hatte ich dann immer irgendwo einen Isha-Meditator, der mich gehostet hat. Das heißt, ich hatte mal keinen Bock und gesagt, so, okay, ich will jetzt lieber doch mal alleine sein. Zum Ruhe haben. Ja, es ist ja auch immer wieder das Gleiche, so, du siehst immer wieder die gleichen Fragen, so, ja. Wo kommst du her, was hast du gemacht? Das war dann auch manchmal auch nicht so einfach, dann immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. So. Und in Deutschland kommen dann die ganzen Podcasts an. Weil also okay, jetzt hab ich 2-3 Wochen Pause gehabt, so. Aber das, ja wirklich, das war auch schon, als ich dann schon im Ashram war, war es dann auch, es war immer wieder das Gleiche, so, dass mich dann Leute, hey, du bist doch der Typ, der mit dem Fahrrad, ja. Wie war es denn? Also man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, nach 15.000 Kilometern, mostly Fahrrad, ich glaube, einige Strecken muss ja auch übers Wasser, logischerweise, also auch Boot und Zug. Naja, ich bin mit der Fähre mal von Griechenland in die Türkei gefahren. Aber muss man nicht. Ich hätte auch über Istanbul fahren können, aber ich fand das einfach die schönere Strecke. Und da habe ich eine kurze Distanz mal eine Fähre genommen. Ich habe auch dann in Indien mal einen Zug genommen, als mir da der Reisepass geklaut wurde, um einfach schneller zur Botschaft zu kommen. Aber ja, das meiste bin ich schon gefahren. Ne? Ja. 16 Länder. Und dann, ja, ist ja sozusagen dann auch so ein Moment, den man sich wahrscheinlich dann auch vorher vorstellt, das Ziel sozusagen, wenn man so sagen möchte, also die Ankunft in Coimbatore, spreche ich das richtig aus? Coimbatore. Im Isha Yoga Center. Haben dich da Leute schon erwartet oder so? Gab es da einen kleinen Empfang oder kamst du da an und ja, wer sind Sie denn jetzt? Und ja, okay, ah, Deutschland, alles klar. Aber warst schon mal da, hier, weißt du, wie es läuft und so. Ich hatte ja mit dem Conscious Planet, also mit dem Safe Soil Instagram-Kanal auch eine Kollaboration. Also wenn ich da mal Stories gepostet habe oder auch Reels, hatten wir da kollaboriert, also dass es auch zu ihrem Profil geht. Und ich kannte die Leute ja im Ashram. Also ich kenne da ja viele auch, die in dem E-Media-Department da volontieren. Von daher hatte ich denen dann schon Bescheid gesagt, so, hey, ich komme wahrscheinlich so kurz, also am 6. März so an, so, ja, wenn wir wollen, können wir ja nochmal irgendwas Instagram machen, was auf Instagram gut aussieht. Und dann haben sie dann halt schon ein paar Leute hingeschickt, die dann mit diesen Safe Soul Plakaten entstanden und dann mit einer Drohne und dann nochmal coole Aufnahmen gemacht. Da ist dann dieses Reel entstanden, was ich da als Instagram da als letztes gepostet hatte. Das war schon alles so ein bisschen durchorganisiert und das war dann auch so ein bisschen, ja, hatte ich dann so ein bisschen so ein Celebrity-Status, als ich dann da ankam. Ist doch nice. Aber ja, es war, also ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon ein bisschen genug davon, so, weil ich hatte das schon so oft in Indien, dass mich da Leute auf der Straße erkannt haben und hey, du bist doch der, ich habe dich bei Instagram schon verfolgt und das ist alles cool. Aber diese Fragerei ging mir dann so ein bisschen auf den Sack auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass immer, also die Leute reden dann halt mit dieser Maske von mir, mit dieser, hey, du bist doch der Typ, der mit dem Fahrrad gefahren ist. Mit dem Bild, was sie haben aus Social Media. Und es sind dann immer wieder die gleichen Fragen, die mir gestellt werden, wo ich dann schon so ein Repertoire an Antworten in meinem Kopf habe. Und es gibt aber dahinter auch noch einen anderen Konstantin, den die Leute dann halt nicht kennen. Und das hat mir dann ein bisschen gefehlt, dass ich einfach wenige Freunde hatten, die mich halt auch einfach gut kennen, mit denen ich halt auch einfach mal über was anderes reden kann, ja, also immer nur über dieses Safe Soil und über die Fahrradreise. Das war ein bisschen anstrengend, aber ja, das ist dann glaube ich schon Jammern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite, wenn sich das Ego in den Wüsten vom Iran so komplett aufgelöst hat, ist es ja ganz schön, wenn es in Indien dann auch wieder ein bisschen gestreichelt wird auf der anderen Seite. Also Ankunft im Isha Yoga Center, du wolltest pünktlich zu Mahashivaratri, also das große jährliche Fest zu Ehren Shivas,
dort ankommen, ist das so, habe ich das so richtig gesagt, oder Fest ist doch zu Ehren Shivas, ne, oder? Ja, Shivaratri, also die Nacht Shivas. Ja. Können wir so stehen lassen. Können wir so stehen lassen. Okay. Hast du es geschafft? Bist du pünktlich angekommen? Bin ich pünktlich angekommen, ja. Ich bin am 6. März bin ich angekommen. Und am 8. März war mein Shivaratri, genau. Ah ja, nice. Ja. Sehr gut. Wie lange warst du dann noch vor Ort? Auch eigentlich viel länger, als ich geplant hatte. Ich hatte eigentlich ein Visum für 3 Monate in Indien. Ich war aber im Endeffekt 4 Monate in Indien. Ich war quasi 1 Monat zu lange da. Lag aber daran, dass mein Reisepass geklaut wurde und dass mein Visum im Reisepass drinne war. Das war kein Online-Visum, sondern das war ein Visum, was ich mir auf der Botschaft in Pakistan geholt hatte. Von daher war das Visum einfach weg. Und niemand konnte irgendwie nachvollziehen, wann ich überhaupt offiziell ins Land eingereist bin. Okay. Naja, ich hatte dann nur so einen vorläufigen Reisepass aus der Botschaft in Mumbai und musste mir dann eine Ausreisegenehmigung beantragen in der Ausländerbehörde. Und das hat dann auch alles nochmal echt lange gedauert. So. Und das war auch alles ein bisschen nervig. Und das ging da alles nicht voran. Und ich hatte dann keine Sicherheit, so, okay, was ist jetzt hier irgendwie mit dieser Ausreisegenehmigung? So dass ich dann irgendwann nochmal direkt persönlich nach Mumbai dann gefahren bin und den Ashram dann verlassen habe. Und dann war ich nochmal, im Endeffekt nochmal 2 Wochen in Mumbai und habe dann versucht, das alles nochmal zu regeln, nachdem ich einen Monat im Ashram schon war. Und auf diese Ausreisegenehmigung gewartet habe, die irgendwie nicht voranging. Also war ich dann, ja, im Endeffekt nochmal 6 Wochen dann in Indien, nachdem ich angekommen bin. Ja. Ja. Dann nach Hause, zurück in die Heimat, per Flieger dann wahrscheinlich? Ja, da bin ich nicht zurückgefahren. Da bin ich mit dem Flieger. Hast du das Fahrrad in Indien gelassen oder hast du es mitgenommen? Nee, das steht alles noch im Ashram. Das ganze Equipment, meine Gitarre auch, ist alles noch da. Deine Gitarre ist noch in Indien? Ah, ja, ich habe ja ein paar mehr. Ich habe ja hier so Gitarren ohne Ende in Deutschland. Das war so eine kleine Reisegitarre, die ich da mitgenommen hatte. Die hat gut auf den Rücken gepasst, die hat nicht viel gewogen. Da habe ich gesagt, so, okay, lasse ich jetzt hier, nehme ich auf der nächsten Reise wieder mit. Okay. Und jetzt kommt natürlich für mich, ich muss es einfach wissen, wie ist es dann nach so langer Zeit, wie lange warst du insgesamt unterwegs? Ja, 11 Monate. Also jetzt fast 11 Monate, also fast ein Jahr mit unglaublich unterschiedlichen Eindrücken, Kulturen, Begegnungen, Herausforderungen. Und dann geht es wieder zurück ins sehr geregelte, sehr kontrollierte, sehr strukturierte Deutschland, ganz wertfrei gesprochen. Wie kamst du dann, oder wie kommst du auch aktuell, wie kommst du zurecht? Läuft das alles gut? Fehlt dir irgendwas? Wie fühlst du dich? Das war total komisch am Anfang. ist doch immer noch komisch, aber so langsam habe ich den Eindruck, jetzt angekommen zu sein. Aber ja, weißt du, in Indien ist halt alles so bunt und so farbenfroh und so lebhaft und du wirst einfach ständig angesprochen von irgendjemandem und ja, es sind einfach viele junge Leute, überall ist Streetfood und weißt du, die Märkte, die Elefanten, die Tempel und alles so alles so auf einmal und immer. Und dann bin ich jetzt wieder hier in meinem Dorf und es ist einfach nichts los. So, ja. Das ist halt einfach nichts los. Das heißt, ich mache halt mal am Wochenende Straßenmusik in Erfurt oder Leipzig. Dann sieht man halt auch mal wieder ein paar mehr junge Menschen. Aber ja, es ist auch schon komisch, hier wieder zu sein und es ist alles so ein bisschen ruhiger. Und vor allem bin ich jetzt wieder bei meinen Eltern erstmal. Ja, und es ist halt alles so back to zero. Und es gibt einfach dieses komische Gefühl in mir, dass ich nicht so richtig weiß, so, wo ich hingehöre. Ja? Wenn ich so von so einer Reise ankomme und einfach so, okay, womit identifizierst du dich? Wo gehörst du dazu? Ja, es ist also so ein ganz komisches Gefühl, dass ich einfach meine eigene Heimat nochmal mit anderen Augen sehe und einfach auch nochmal neu entdecke. Und das ist aber auch was mir in den letzten Wochen nochmal ganz viel Spaß gemacht hat, einfach mit dem Fahrrad durch die Heimat zu fahren und mir die Burgen anzuschauen, die hier stehen, oder den Dom und die Wälder
einfach alles nochmal so ein bisschen neu zu erforschen, was ich ja alles schon kannte eigentlich. Aber da denke ich, ist bei mir auch so das Fazit, dass es bei der Reise nicht darum geht, irgendwie neue Landschaften zu entdecken, sondern einfach alte Sachen mit neuen Augen zu sehen. Ja. Nicht nur hier in Deutschland, sondern... Ja. Das hatte ich mir sogar als Zitat hier aufgeschrieben, weil das fand ich total schön, als ich das gelesen hatte. Du hast, glaube ich, in Englisch gepostet. Ich habe es in einem anderen Podcast schon erzählt, das Zitat, in den Gleichmutproben. Ja. Es gibt da immer den sogenannten Osho-Moment bei mir. Das ist der Moment, wo ich mal ein Osho-Zitat in dem Podcast erzählen wollte und habe das Zitat einfach ums Verrecken nicht mehr richtig zusammenbekommen. Und mit deinem Zitat wollte ich eben auch was dazu sagen und hatte so einen kurzen Osho-Moment. Ich habe es dann aber Gott sei Dank noch richtig hingekriegt, weil ich fand das total beeindruckend zu sagen. Es geht nicht darum, neue Dinge zu sehen, sondern die alten Dinge mit neuen Augen. Das finde ich total schön. Und ich hoffe, dass dir das weiterhin gut gelingt in der Heimat. Ich hoffe, dass du weiterhin viel Freude hast beim Straßenmusizieren. Ich hoffe, dass es vielleicht Leute gibt, die unser Gespräch jetzt hören und die dich dann mal sehen in Erfurt oder in einer anderen Stadt und dich dann vielleicht auch ansprechen und ihr in Austausch kommt und ein bisschen Action reinkommt und nicht alles so deutsch strukturiert und die Leute laufen einfach nur vorbei. Das wünsche ich dir auf jeden Fall von Herzen. Ja. Das passiert auch schon immer mal. Ich habe auch den Safe Soil Sticker immer auf der Gitarre, da werde ich auch mal angesprochen. Hey, Safe Soil, das ist doch Isha, das ist doch Sadhguru. Ja. Wurde ich auch letztens mal zum Essen eingeladen von einer älteren Dame und dann hat sie sich auch unser Video dann angeschaut von der ersten Podcast-Folge. Ah, sehr, sehr schön. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Genau. Ist übrigens ein sehr viele Leute kommen über die Folge mit dir über Suchbegriffe Ashram, Sadhguru zu meinem Podcast tatsächlich. Es passiert tatsächlich viel, also wird auch viel gegoogelt, auch hier in Deutschland. Immer noch großes Interesse und wachsendes Interesse und das, ja, ist eine gute Sache, denke ich. Ja, ich denke auch, das ganze Sadhguru und Isha-Ding, das wird jetzt immer größer in der nächsten Zeit. Als ich damals mein Inner Engineering 2017 gemacht hatte, da kannten das einfach wirklich noch nicht viele Leute. Und das geht jetzt so ab, auch in Indien. Ich glaube, es gibt einfach in Indien niemanden, der nicht mehr Sadhguru kennt. So, weiß ich nicht. Also gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe zumindest niemanden kennengelernt, der ihn nicht kennen würde. Und jetzt kommt ja als nächstes die Miracle of Mind Movement. Das ist quasi der nächste Schritt von Conscious Planet. Da wird es dann eher um mentale Gesundheit gehen und eben nochmal das Inner Engineering ein bisschen zu promoten. Und da habe ich eben auch noch ein paar Pläne für die nächste Fahrradreise. Also mal schauen, was da kommt. Da wird es erstmal so grobe Ansätze, dass es dann auch mit dem Fahrrad nochmal weitergehen soll. Und dann eben nicht für Safe Soil, sondern eben eher für Inner Engineering ich darüber reden möchte. Weil ich denke, wenn die Leute Inner Engineering machen oder sich ein bisschen mit ihrem Körper, Verstand, Energiesystem auseinandersetzen, dann vertraue ich darauf, dass das sowieso auch bewusste Menschen werden, die auch generell sich dann vielleicht auch für den Bodenschutz einsetzen werden. ich habe das immer gesehen, wenn ich in der Uni bin und für 100 Leute erzähle über Safe Soil, dann habe ich dann vielleicht so 2-3 Leute, die sich wirklich dafür eintragen, für Safe Soil wirklich eine Kampagne zu starten und darüber zu posten bei Social Media und wirklich was zu machen. Aber ich denke, wenn ich über Inner Engineering erzählen würde in der Universität und von 100 Leuten 3 Leute sich für Inner Engineering einschreiben, dann werden die sowieso über Safe Soil auch was posten und machen. Das ist jetzt der Gedanke. Es gibt jetzt auch gerade diesen Rabatt für unter 25-Jährige fürs Inner Engineering 50% off. Und ich denke, dass jetzt einfach in der nächsten Zeit es viel, viel mehr Leute gibt, die mit Sadhguru Yoga-Programme machen werden. Nicht nur Inner Engineering, sondern eben auch andere Yoga-Programme. Und das Ganze jetzt richtig ein bisschen an Fahrt gewinnt. Ja, und das hoffe ich, dass es das passiert. Also ich bin da positiv optimistisch, weil das deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung, wenn du dich damit beschäftigst und wenn man es vielleicht in Deutschland eher Mental Health oder whatever nennt, wenn man sich damit beschäftigt, bewusster wird, bewusstere Entscheidungen trifft, wirkt sich das ja ganz automatisch auch auf den Planeten aus. Also man trifft, das ist so meine Erkenntnis, aus sich selbst heraus, ohne dass dir das jemand sagen muss von außen, ohne dass du das
aufdoktrinierst oder verboten bekommst von irgendjemand, triffst du einfach bessere, gesündere Entscheidungen und nicht nur für dich selbst, sondern eben auch für das, was mit dem du verbunden bist. Und du fühlst dich plötzlich verbundener mit all dem, was um dich rum ist. Und das ist eine Lebensqualitätssteigerung, die ist gar nicht in Worte zu fassen. Das kann man, glaube ich, erst auch so richtig verstehen, wenn man sich auf diese Reise begibt. Das ist einfach ein Life-Changer, ein Game-Changer. Und wer Lust hat, sowas auszuprobieren, dann meldet euch bei dem Programm an, kommt in Seminare, hört Podcasts, beschäftigt euch damit. Das ist wirklich, wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich packe die Links auf jeden Fall in die Shownotes zu Isha, aber auch die Links von den Formularen für unsere Politiker. Finde ich wichtig, dass ihr, liebe Hörer, es gibt nicht viel zu tun, es gibt einen Button zu drücken, dann bekommt ihr die Vorlagen, da könnt ihr eure Namen eintragen, dann könnt ihr euch die Politiker raussuchen, die das als E-Mail bekommen, und je mehr die das bekommen, desto mehr Achtung bekommt dieses Thema in den Köpfen der Herrschenden, hätte ich fast gesagt, der gewählten Politikern. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Konstantin, vielen lieben Dank. Ich packe deinen Instagram-Account auf jeden Fall in die Shownotes. Es lohnt sich, dir zu folgen. Es werden noch mehr Bilder kommen von deiner wunderbaren Reise. Ich habe Bilder im Kopf von der Türkei. Du hast gesagt, die Türkei hat dich irgendwann genervt, aber es gibt diese wunderbaren, schönen Bilder mit den Heißluftballons, wo du da einfach im Sonnenuntergang dann die Augen strahlen und denkst so, Alter, was ist, der hat gerade die Erleuchtung, der Junge. Hinten dran ungefähr gefühlt 500 Heißluftballone am Himmel, also unglaublich schöne Bilder und Szenen, guckt euch das an, das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert. Vielen alles lieben Dank gut, für deine Zeit, alles Konstantin. Alles danke dir, Alex. Namaskaram, mein Lieber. Namaskaram, dankeschön. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.